Wie aufregend! Wir sind gleich auf dem roten Teppich mit L'Oréal Paris. Oh mein Gott! Es ist so aufregend. Wir sind gerade in der Limousine. Und es geht in einen Flieger. Und ihr wisst ganz genau, dass ich nicht gerne fliege. Wo fliege ich denn jetzt eigentlich schon wieder rum? Ich erzähle es euch in diesem Video, würde ich sagen. Wir legen mal los mit dem Opening. Ja, von L'Oréal, von einem Atelier, und ich kann kaum reden, weil ich so aufgeregt bin. Deshalb blende ich euch jetzt mal am besten alles ein. Viel Spaß beim Video. Los geht's, ab in den Flieger. Oh mein Gott! So a barber or a lawyer, still they gonna call ya. Every day they bother, a hit dog or holler, hey. Look at all of the money you are making now. You're living in the dream. Look at all of the people you connected to. Don't forget. Wir sind jetzt wieder zurück vom Essen. Wir machen uns jetzt fertig, weil um 17 Uhr werden wir dann abgeholt in der Lobby. Und schaut mal, hier war auch noch was gelegen für uns. Die Steffi hat ihren Umschlag schon an ihre Seite ans Bett gelegt. Nämlich da drüben. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, wie immer. Das Atelier, das nicht nur seit heute auf YouTube auch unser neuer Channel ist, L'Oréal Paris Atelier, sondern ein Atelier, auch das Pop-Up-Atelier, das hier in Berlin in den nächsten 10 Tagen während der Berlinale für jeden zugänglich ist. Das ist für uns ganz wichtig, denn die Marke wird hier einfach mal begreifbar, fühlbar, sichtbar. Und ich hoffe, ihr habt heute Abend auch alle Spaß und könnt durch die Räume wandern und unsere Marke L'Oréal Paris auch einfach erleben. Angelegt hat und jeden Raum mit viel Liebe und Detail zum Leben zu erwecken. Ein herzlichen Dank an euch beide. Ganz toll, ja. Vielen Dank. Heike, Wotan Wilke-Möhring. Brand, amazing for L'Oréal Paris to just have this atelier happening here in Berlin. And I think we need something to get started. Should we do a countdown? What do you think? I think that's pretty appropriate. Do you want to say some words? Oh, it's all on me now, yeah? I guess it's a group conscious. I just want to say this has been a fabulous experience. And L'Oréal is really taking it to the next level. They're being so forward-thinking, courageous, and brave. Thank you.
guten Morgen. Wir gehen jetzt zur Pressekonferenz. Yeah, ich bin schon ganz gespannt. Blümchen haben auch schon bekommen. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ey, yo. Das sieht mal lustig aus. Ja, es sieht auch total lustig aus. Also, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Bin gespannt auf die neuen Produkte, was es so Neues gibt. Und ich nehme euch natürlich mit, ist doch klar. Herzlich willkommen im Atelier. Wir hoffen, ihr hattet gestern Abend eine tolle Party hier gehabt und ganz viel Spaß und konntet in die Marke eintauchen. Aufregend. Wir sind gleich da. Auf dem roten Teppich. Seht ihr mich? So, jetzt ist Wasser. Ich habe immer noch kein Intro gedreht. Sollte ich vielleicht mal tun. Um was geht es überhaupt in diesem Video? Warum bin ich in Berlin? Warum habe ich dieses Kleid an? Bei minus 5 Grad. Keine Ahnung. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. Wir sind auf dem roten Teppich zur Berlinale. Oh mein Gott, schaut mal, da oben seht ihr. Und da ist die Kamera. Wir gehen jetzt gleich rein. Total aufregend. Und ich nehme euch natürlich wieder mit, ist doch klar. Schaut mal, wie schön hier ist. So aufregend. Wir beide Duckies hier, gell? Yeah. Sieht man nicht. Weiter durch. Ja, wir gehen rein. Tut mir leid. Das ist, und hier wohnen meine Mädels. Schaut sie euch an. Wir gehen jetzt gleich in den Film. Und jetzt ist die Aufregung so langsam vorbei, würde ich sagen. Aber es ist total spannend. Auf dem roten Teppich. Ja, da. Wir haben gerade die Eintrittskarten verteilt, da sind sie. Und jetzt gehen wir da die Treppe hoch, in der Hoffnung, dass wir mit diesem Kleid nicht einfliegen werden, würde ich sagen. Da sitzt Aida. Ja, wir waren letztes Jahr auch hier. Wir zwei.
Und ich war so auf der Steffi. Ich habe nur einen Hustenbonbon im Mund, weil ich so husten muss. Ja, Steffi ist noch ein bisschen erkältet. Ich freue mich jetzt auf den Film. Ja, die Schauspieler, die sind gerade über einen roten Teppich. Und jetzt kommen die gleich hier rein. Und dann werden die erstmal begrüßt. Die stehen dann alle auf. Und ja, werden vorgestellt. Und wir sind schon total gespannt auf den Film. Oder Steffi? Ja, war aufregend auf dem roten Teppich. Ja. Und du dann so, das ganze Wochenende ist sehr aufregend. Auch das Opening war sehr aufregend. Also, ich nehme euch weiterhin mit. Hallo. Sarah Nummer. Kennt ihr alle, ne? Ja, sagt sie immer. Und da ist noch die schöne Sarah de Fideria. Aber die quatscht mal wieder eine Weile. Da ist es. Und da hinten kennt ihr mit Sicherheit auch. Da ist Sunny. What's up? Ganz viele tolle Gesichter. Okay, aber jetzt kommen gleich die Schauspieler und deswegen mache ich mal aus, bevor mir die Kamera abgenommen wird. Die Botschafterin Australiens, die Australian Ambassador ist hier, ladies and gentlemen. Please welcome her Excellency. Große Ehre, diese Laudatio heute Abend für Jeffrey zu machen. Nicht nur, weil ich australischer Künstler bin und Jeffrey natürlich ist eine berühmte australische Künstlerin im Moment, aber auch, weil er ist ein fantastischer Mensch. So. Ja, ich habe auch voll Hunger. Also, los geht's!